Was sie entdeckten, nachdem dieses Flussfeuer gestoppt wurde, schockierte alle. Vom Zyklon Gabriel und einer Hitzewelle in China über einen Tornado in Iowa und einen katastrophalen Hagelsturm kommen wir zu einem gewaltigen Staubsturm, gefolgt von einem gewaltigen Schneesturm. Hier ist unsere Auswahl der 10 größten Naturkatastrophen, die zu riesigen Verwüstungen geführt haben. Nummer 10. Zyklon Gabriel in Neuseeland. Der Zyklon Gabriel hat Neuseeland so schwer getroffen, dass der nationale Notstand ausgerufen werden musste, nachdem er über das Land hinweggefegt war. Gabriel kannte keine Gnade. Er zerstörte alles auf seinem Weg und hinterließ eine Spur der Verwüstung und zehntausende Menschen ohne Strom. Ich könnte nie in einem Gebiet leben, in dem die Gefahr einer solchen Katastrophe besteht, aber ich schätze, so etwas kann man nie erwarten. Der Zyklon schwemmte nicht nur leichtere Häuser weg und überflutete die stabileren, er schaffte es sogar, die Waiohiki-Brücke über den Tutakuri-Fluss zu zerstören und auf seinem Weg mitzunehmen. Zum Glück konnten viele Menschen den Schock überwinden und denjenigen helfen, die in Not waren. Und weil es in Neuseeland viele Surfer gibt, brauchten die Rettungseinsätze keine Hubschrauber und keine ausgefallene Ausrüstung. Wir können sogar unbeeindruckte Menschen sehen, die versuchen, ein kleines Feuer zu machen, um eine Kanne Kaffee zu kochen. Ich würde auch in schlechten Zeiten Kaffee brauchen, meine Freunde. Nummer 9. Hitzewelle in China. Hast du schon einmal eine solche Hitze erlebt, dass alles um dich herum schmilzt und du eine Schweißspur hinterlässt, wo immer du hingehst? Nun, diese Hitzewelle in China war nicht nur lästig, sie hat auch die Stromleitungen beschädigt und die Wasservorräte ausgetrocknet, was die Herbsternte zunichte gemacht hat. Ich weiß, dass einige von euch jeden Sommer darunter leiden, aber die Hitze in einer feuchten Umgebung ist viel schlimmer als die Hitze in der Wüste. Die chinesischen Behörden haben eine Dürrewarnung herausgegeben, nachdem in Regionen von Sichuan bis Shanghai kochende Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius gemessen wurden. Wenn du ein Kind bist, kannst du vielleicht die Schule schwänzen, aber bei einer solchen Hitze kannst du nicht draußen spielen. Aber da die globale Temperatur langsam steigt, wird das vielleicht bald zum Alltag gehören. Nummer 8. Tornado in Iowa. Tornados sind in einigen Teilen der Vereinigten Staaten keine Seltenheit, aber manchmal treffen auch die, die schon viele Tornados erlebt haben, auf ihre Grenzen. Ein solcher Tornado fegte durch Little Rock in Arkansas. Wirbelstürme können alles überfluten, aber große Tornados können deinen Hund, deine Kuh oder sogar dein ganzes Haus mitreißen. Es gab mehrere Warnungen und zum Glück konnten die Menschen ausweichen. Aber es muss verheerend sein zu sehen, wie dein Haus einfach weggerissen wird, ohne dass du etwas tun kannst. Im Internet kursieren eine Menge Videos von mutigen oder vielleicht sogar leicht verrückten Tornado-Enthusiasten. Eine Gruppe von Sturmjägern kam dem Tornado sogar zu nahe, er hätte sie fast weggefegt. Nummer 7. Zyklon Freddy in Malawi. Malawi ist ein relativ armes Land, das im Südosten Afrikas eingeschlossen ist. Als es einen gewaltigen Wirbelsturm, den Zyklon Freddy, erlebte, war es schockiert und unvorbereitet. Freddy war so stark, dass er durch das Land zog und Häuser, Straßen und Felder der Bauern einfach wegfegte. Mehr als 20.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, als der Zyklon über das Land kam. Malawi wird in letzter Zeit häufiger von Naturkatastrophen heimgesucht, was die Frage aufwirft, wie wir uns auf den Klimawandel vorbereiten und was wir tun können, um Katastrophen zu verhindern. Da 80% der Menschen in Malawi von der Landwirtschaft leben, hat diese Katastrophe alle in die Knie gezwungen und die Auswirkungen werden auch in den folgenden Jahren noch zu spüren sein. Nummer 6. Katastrophaler Hagelsturm. Wir sind an Regenstürme gewöhnt, aber was passiert, wenn Wassertropfen vom Himmel fallen und gefrieren? Die Antwort ist ein Hagelsturm. Vor einem Hagelsturm kann man nicht weglaufen und Regenschirme funktionieren nicht und sie sind verheerend für die Pflanzen und alles andere, das Pech hat, draußen zu sein. Als die Sunshine Coast in Australien von einem Hagelsturm heimgesucht wurde, musste man warten, bis alles vorbei war, bevor man den Schaden begutachten konnte. Aber es war mehr, als irgendjemand erwartet hätte, wenn man alles zusammenzählt.
Der Versicherungsrat schätzte den Schaden auf 40 Millionen Dollar. Windschutzscheiben zersplitterten, Fenster gingen zu Bruch und Felder wurden verwüstet. Einige Landwirte hatten das Glück, Schutznetze über den Feldern zu haben. Aber die Menge an Eis, die herunterfiel, drückte alles zu Boden, sodass auch sie massive Schäden erlitten. All das in 20 Minuten, Schäden in Höhe von mehreren 10 Millionen Dollar. Nummer 5. Hurricane Michael. Sowohl Tornados als auch Hurrikane sind starke Winde, die Zerstörung bringen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die horizontale Skala eines Hurrikans etwa 1000-mal größer ist als die eines Tornados. Katastrophale Winde von bis zu 225 Kilometern pro Stunde zogen durch Florida und machten alles auf ihrem Weg dem Erdboden gleich. Hurricane Michael war ein Hurricane der Kategorie 4 und damit der stärkste in der Geschichte Floridas. Und wenn jemand Erfahrung mit Hurrikanen hat, dann ist es definitiv Florida. Der Wind war so stark, dass er Wasserwellen mit sich brachte, die die Häuser, die die Zerstörung überlebten, unter Wasser setzten und die Stadt Mexico Beach in ein riesiges Aquarium verwandelte. Und die Bewohner, die ohne Internetzugang verreist waren, kehrten in eine völlig trockene Stadt zurück, die zu 70% in Schutt und Asche lag und fragten sich, was zum Teufel passiert war. Nummer 4. Massiver Staubsturm. Dies ist eine der beiden Katastrophen auf unserer Liste, die die Farbe des Himmels veränderten. Ein apokalyptischer Staubsturm in Queensland in Australien färbte den Himmel in ein deprimierendes Orange und schuf eine surreale Atmosphäre. Der Sturm, der von starken Winden angetrieben wurde, brachte einen dicken Staubschleier mit sich, der alles in seinem Weg bedeckte. Viele Menschen filmten das Phänomen, aber alles, woran ich denken konnte, als ich es beobachtete, war, wie sie atmen konnten. Es kann nicht sicher sein, dass die Luft zur Hälfte aus Sand besteht, oder? Obwohl der Anblick unwirklich ist, hat der Sturm eine Sedimentschicht auf dem Boden und den Gebäuden hinterlassen, was eine weitere coole Sehenswürdigkeit ist und jedem in Queensland eine Schaufel in die Hand drückt. So fangen Zombie-Apokalypse-Filme an, das muss man einfach mal sagen. Nummer 3. Massiver Schneesturm. Ich dachte, diese Schneestürme wären für die Berge und für die Filme reserviert, aber ein massiver Schneesturm hat alle Aktivitäten in New Jersey und Delaware komplett zum Erliegen gebracht. Jeder war wegen der grausamen Schneehügel in seinem Haus gestrandet, was selbst eine Fahrt über die Straße praktisch unmöglich machte. Ein paar Meter Schnee machten alles unpassierbar, aber gleichzeitig unvorstellbar schön. Vom Schnee niedergedrückte Bäume und Häuser, von denen nur noch die Dächer zu sehen sind, sind kein alltäglicher Anblick. So schön dieser Anblick auch sein mag, wenn du denkst, du würdest dich gemütlich und zu Hause fühlen, denk daran, dass die meisten Häuser ohne Strom und damit auch ohne Heizung waren. Aber sobald das Schlimmste überstanden war, versammelten sich die Menschen, schaufelten Einfahrten und Bürgersteige frei und kümmerten sich um ältere und schwache Menschen. Nummer 2. Massiver Blitzsturm. Ich muss zugeben, dass diese Katastrophe als Lightshow ziemlich cool war. Innerhalb von nur ein paar Stunden wurde Washington Zeuge eines beeindruckenden Naturfeuerwerks, bei dem rund 1250 Blitzeinschläge im gesamten Bundesstaat gezählt wurden und das wie ein Heavy-Metal-Song-Video aussah. Der plötzliche Ausbruch von elektrischer Aktivität erhellte den dunklen Himmel mit einer intensiven Helligkeit, die die Umgebung in ein mystisches Licht tauchte und einige Menschen fragen ließ, ob sie träumten. Natürlich folgten auf die Blitze ohrenbetäubende Donnergeräusche, ähnlich denen, die die Wikinger Thor zuschreiben, wenn er Mjolnir schlägt, wenn er wütend ist. Viele Menschen waren von diesem einmaligen Anblick so fasziniert, dass sie die Gefahr vergaßen, in der sie sich befanden. Wir können versuchen, die Natur zu zähmen, aber ihre Macht ist unvorstellbar. Nummer 1. Erdbeben am Euphrat. Unser Vorschaubild des Tages ist von oben wunderschön, aber unvorstellbar schockierend und erschreckend für diejenigen, die es miterlebt haben. Ein Erdbeben hat diesen Vulkan zum Ausbruch gebracht und die Stadt in zwei Teile gespalten, wie eine natürliche Berliner Mauer. Du kannst den Schnee schaufeln, eine Staubschutzbrille aufsetzen und vielleicht sogar durch das Wasser paddeln, aber wie zur Hölle willst du der geschmolzenen Lava ausweichen, die die Straße hinunterstürzt?
Ich würde auch gerne über ein anderes Erdbeben sprechen, aber dieses hat den Hafen von Iskenderun beschädigt und hunderte von Tanks in Brand gesetzt. Eine Naturkatastrophe kombiniert mit brennbaren, von Menschenhand hergestellten Materialien. Das Feuer war so stark, dass es mit Militärflugzeugen und Hubschraubern gelöscht werden musste, sodass die Menschen nur noch den Schaden sehen konnten. Die beiden Naturkatastrophen könnten auch die Zeichen für den bevorstehenden Untergang sein. Wenn du denkst, dass das zu weit hergeholt ist, denk doch nochmal nach, denn die einzige Erwähnung von Armageddon in der Bibel beinhaltet einen Hinweis auf das Austrocknen des Euphrat. Und das Erdbeben im Hafen von Iskenderun scheint auch apokalyptisch zu sein. Meinst du nicht auch? Was denkst du über dieses Bild? Würdest du bei einer Naturkatastrophe ruhig und gelassen bleiben? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Vergiss auch nicht, das Video zu liken und den Kanal mit Benachrichtigungen zu abonnieren, wenn du unsere zukünftigen Uploads nicht verpassen willst. Bis zum nächsten Mal.